Hey ho, hier ist wieder euer DMT Mafix und ich begrüße euch zu einem weiteren Part Ghostbusters The Video Game. Diesen Teil der Aufnahme habe ich schon mal gemacht, aber da irgendwie immer, wenn ich es bei YouTube hochlade, irgendwie immer so ein Teil weggemacht wird, mache ich die Mission hier jetzt nochmal. Also, dann fangen wir an. Wir sind hier vor der öffentlichen Bibliothek und haben herausgefunden, dass hier, haben letztes Mal den Marshmallow Mann besiegt, wenn ich mich nicht ganz irre. Und hier war, wo alles angefangen hat. Hier war nämlich die Graue Dame, der erste Geist, den die Ghostbusters gesehen haben. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal weiter. Hier. Hier, Winston und Peter ist ja bei der Doktor irgendwas. Captain McMahon from the 12th says there was a massive disturbance. Real fireworks show. Und wir müssen jetzt hier die Bibliothek durchsuchen. Hier sind auch unsere ganzen Fans. Yeah, ich bin der Neue, der nicht sprechen kann. Und habe ich glaube ich schon gesagt im letzten Part, also irgendwie, keine Ahnung, in dem Part halt davor, dass das jetzt das Demo-Level ist und ich weiß auch, was jetzt passiert. Nämlich. Oh, sind die auch. Oh. Okay, weiter geht's. Jetzt laufen wir rein und müssen die Geister suchen. Und ich sage euch nur jetzt eins, wir bekommen jetzt eine neue Waffe. There they are. Sind sie, ja, dann laufen wir hinterher. Couple of class 5. All right. Take it easy now. Hey, he said take it easy. That's not easy. Take it easy, bam. Warte, wo sind sie? Missed. Damn. Sorry, Z. How about a little warning next time, fellas? That one's a beast, Ray. Let's chase him down. Winston, check that next doorway. See if he has any friends. Leave a haunted room. I got no problem with that. Hey, Cadet, you use the shock blaster, it's best to get in fairly close. Its effects are powerful, but dissipate quickly over distance. And please be careful. It's a prototype. We're trusting you with it. The stasis stream will temporarily slow down paranormal entities. If you train the stream on the target long enough, you can actually stop it entirely. This is how you use it. Cool. A freeze ray. A stasis stream. This has nothing to do with cold, but the effect is similar. When do you have the time to work on all this stuff, Gun? I've been conducting an experiment in which I sleep an average 14 minutes a day. Leaves me a lot of time to work. Great, ready to roll. Hey Haas, you think you can handle that little fella yourself? Ja, und wir haben jetzt hier unseren neuen, also es ist ja kein Eisstrahl, aber er macht das gleich mit Eisstrahl. Und mit dem können wir, sofort Geister einführen, wenn sie schwach genug sind. Also wir können nur schwache Geister damit einführen. Ganz kurz, also ich bin jetzt auch nicht so weit gekommen, also ich, nur das Level hier ist zu Ende und deswegen ist jetzt auch nicht so viel. Und ich weiß auch, wo der Geist ist. Halt. Da ist der Kleine, ja, ist er nicht süß. Und hier ist der Schleim. Schleim, was gibt's schon was. Kann man nicht scannen. Okay, warum können wir den nicht scannen? Egal, das können wir ihn halt nicht. Hier geht's lang. Och nee. Oh ja, ich... Oh, jetzt kommt eine Kackstelle. Da bin ich gestorben bei der letzten Aufnahme. Das hört sich nicht gut an, oder? Wir nehmen wieder den Stall. Der ist ja immer noch der coolste. Bam! Look, it's the cadet! Hey, meine Kleinen. Warum seid ihr da oben? We followed our guy in here. Es ist doch so klasse. Die stehen da oben, warten ab und was? Jetzt kommt was echt Lustiges. Oh, das sieht ja super aus. Oh, das sieht ja süß aus. Schön. Schön. Echt mal. Nein! Oh. Echt mal, der heißt. Ja, die, ihr steht auf dem Balkon. Ich muss gegen den kämpfen. Schlag mich. Oh. What? Ey, das war. Ja, das war nicht der Golem, das war meine Teamkanone. Okay, ich zeige euch jetzt mal der Laser. Ich weiß gar nicht, ob der was gegen den hilft. Weil der verlangsamt eigentlich die Gegner. Und bei dem, glaube ich, funktioniert es nicht. Egal, machen wir einfach den, machen wir den. Bam. Bam. Schnell. Und jetzt haben wir. Ja, meine Lampe. Schön. Take to collect and animate an entity like that. A lot of very angry energy. How easy was that? Wait,
Okay, egal, was die mit mir labern, das ist mir jetzt wurscht, weil die frusten mich echt. Ey, man, die stehen da oben rum, schauen uns an und die, hahaha, euer Problem. Egal. Wir kaufen uns jetzt ein Upgrade. Ich würde sagen, wir kaufen den, weil für den anderen haben wir jetzt also keine guten mehr hier. Sprengstahl, also der, für den brauchen wir ganz nicht. Bossen-Immunität, die, also Immunität brauchen wir nicht, wenn wir nicht so blöd sind und uns hier selber immer abballern. Oh, eigentlich brauchen wir es dann schon. Das haben wir schon, Schockschlag, reduziert Schockstark, reduziert, das brauchen wir. Dann können wir, ja, schön. Also ich lese das nicht durch, weil der Text ist eh so kompliziert, ich verstehe kein Wort davon, gib's zu. Yes, it is her. Die graue Lady. Eleanor Twitty, the librarian. Twitty. Look, there she is. Meet us at the stairway door. Und ich zeige euch jetzt sogar mal was Schönes. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Ich habe das Level schon mal gespielt. Und hier war ein Objekt drin. Ja, das Objekt ist nicht mehr da. Egal, ich lese es ja. Ich kann es ja mal vorlesen. Wenn ich... Wo ist es gleich nochmal? Beschwörer, bla 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 bla. Da. Das Porträt von Eleanor Twitty. 1923, Eleanor Twitty, Leiterin der Spezialsammlung der New Yorker öffentlichen Bibliothek, wurde von ihrem Geliebten und Philologen Edmund Hoover ermordet, als sie ihm den weiteren Zugriff auf die Spezialsammlung verweigerte. Hoover wurde später als unverbesserliches Serienmörderin entlarvt und vom Staat hingerichtet. An Twitty erinnert man sich als hingebungsvolle Bibliothekarin, die ihr Leben dafür gab, die Bücher zu beschützen, die sie so liebte. Ja, ja, das ist die Graue. Und hier war das. Oh. Ich habe ja gesagt, für dumme Leute, die sich die ganze Zeit damit selbst töten. Passt perfekt zu mir. Okay, ich würde mal sagen, aber wir verfolgen jetzt erstmal die graue Lady hier. Und frieren sie ein. Ich hoffe, wir bekommen aber später auch noch andere Waffen. Also, der ist zwar jetzt ganz lustig, aber richtig sinnvoll finde ich es jetzt nicht, weil große Geister bringt halt nichts, weil die können nicht dadurch vereist werden. Und bei den kleinen Geistern ist es zwar ganz nett, aber naja, so krass sinnvoll. Naja, oh, da ist sie. She touched us again. That witch. Sie hat uns oh mein Gott, Bücher sind rausgefallen. Ich baller die Bücher ab, dann können sie niemand rausfallen. Da fällt mir an. Da, ich habe auch schon den Bericht, also das kann ich jetzt vorlesen, weil es kommt. Also den Bericht hier von der Eleanor Twitty, wo ist die? Wo ist sie? Wo ist sie? Komm, irgendwo muss sie doch sein hier. Opern. Oh, die Opern-Diva. Erinnert ihr euch noch? Und der Marshmallow. Hey, wir haben schon richtig viel Geister alle gemacht, fällt mir gerade auf. Krusto, da. Geisterbibliothekarin. Haf, verankerter Klasse 4 Initiität. Blablabla. Dr. Eleanor Twitty war die leitende Bibliothekarin in der New York öffentlichen Bibliothek und hatte die Aufsicht über die Sammlung antiker Artefakte, Steintafeln und fast vergessener Pergamente. Im März 1924 verschwand Dr. Twitty spurlos. Das New York Police Department unternahm alle nur erdenklichen Anstrengungen, um sie zu finden. Einschließlich mehrerer Durchsuchungen der unterschen Lager der Bibliothek, wo sie zuletzt gesehen wurde. Aber sie wurde nie lebend gefunden. Lebend zumindest. Jetzt wandert sie durch die Regale der New York öffentlichen Bibliothek, ordnet immer noch Bücher und bedeutet den lauternden Bibliothekbesuchern mit dem knochigen Finger an die Lippen, still zu sein. Den meisten erscheint sie wie die wunderliche und elegant aussehende Dame, die sie zu ihren Lebzeiten war. Wenn sie jedoch zornig wird, verwandelt sie sich in einen wütenden Schrecken und möge der Himmel dir helfen, wenn du deine Bücher nicht rechtzeitig zurückgegeben hast. Oh oh. Also, gebt eure Bücher zurück, sonst schützt sie euch. Und... PKE's out. Inspection. Hier ist irgendwas. Oh. Jetzt ist hier nicht mehr. Bam! Wow, a full stabilizing levitation. I'd say we're close to something. Ray. Haben wir schön gemacht. You got something? Ich mache alles kaputt. Ist mir doch kackegal. Right here. Alle Bücher. Kid, check that out. Was? Oh, da ist er. Süß. Oh, nee, jetzt. Ich hab's ja. Ah. Geh, sterb. Hey, sie hat uns schon... Hey. Okay, jetzt ist es was persönlich. Sie hat uns jetzt nochmal... Man, I wish Venkman was here. I'm pretty sure Venkman doesn't. Easy. She's real skittish. Willst du vielleicht mal die Tür aufmachen? Hooray. Stylisch. Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht sein. Damn, lost. Oh, let's go. Hier so we'll cut her off.
These readings are off the charts. Ooh, he's good. Charts. Wow! Now listen, this place is reading like a psychic pressure cooker. Uh-oh. Primer thrower. Everybody stick close together. Nine. Here, this way, quick! What was that? Okay, so much for stick together. New plan is fan out. Yeah, guter Plan. Double approach rates. There are two hostile spirits roaming around in here. Two that we know about. Hey, erstens, das ist denn unser Held hier im Spiel sagt. Und da ist sie. Twitty, Twitty, Twitty. Oh, sie. Now I got you. What? Oh no, kid, look out, it's coming your way. Angst vor dem Mann. Ja, Schleim, Ektoplasma. Kennen wir ja, wenn Geister mit irgendwelchen Sachen, also aus der Menschenwelt zusammenstoßen und was. Oh, die Stelle kenne ich, die ist schön. Seht ihr den? Der ist doch ganz süß und nett, okay? Aber wenn man näher rangeht, dann werden wir mit Büchern geschossen. Yeah. Hier, oh, Bücher, Bücher, Bücher. Bücher. Ah! Kraft eines Buchs. Ich sag nur Faust. Faust ins Gesicht! So ein Groschenwitz. Wir machen einfach alle Bücher in der Bibliothek kaputt. Oh! Fuck! Hab ich vergessen! Du, letztes Mal habe ich mich auch so erschreckt. Das ist mir jetzt echt zu Survival-mäßig schon fast. Und hier waren wir auch dann beim letzten Ding, also bei meiner letzten Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, der jetzt schon in der Vergangenheit liegt. Und das ist viel zu komplex. Und deswegen mache ich jetzt einen Cut. Ciao.